Hallo Leute, jetzt werden wir ein kleines Interview haben mit Christian, der Beleitsleiter von Columbia. Und ja, da kommt er. Grüß Gott. Hallo, servus, Laurent. Alles in Ordnung? Ja. Gut. Und ja, ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, ja, ein Interview machen. Es war es für Sie zufrieden, ein 10:6, dass die Kinder gewonnen haben? Ja, das ist ein schönes Spiel heute gewesen, das U7-Spiel gegen First Vienna. Also man sieht schon die Fortschritte in unserer Arbeit bei den Kleinsten. Wir haben schon Spieler dabei, die erst 5 Jahre sind und ein Vierjähriger, man sieht es dann im Spiel, der kleine Yasser. Also sensationell, was die Kinder schon drauf haben und das alles nur durch die Technikschule, was sie bei uns lernen. Das ist wirklich ein starkes Spiel gewesen. Danke. Und für die Kinder da draußen, die zuschauen, haben Sie vielleicht Motivationen für die, hier zu spielen und so? Ja, ich kann jedem nur raten, wenn man so schaut, was wir für eine Sportanlage hier am Columbiaplatz haben, ist sensationell. Ich sage ganz offen und ehrlich, es ist die schönste Sportanlage von Wien. Weil wer hat schon 4 Rasenplätze und 2 Kunstrasenplätze zum Spielen und zum Trainieren? Also das ist top in ganz Wien. Ja. Danke für das Interview. Und jeder, der gerne Fußball spielen möchte, soll nur kommen. SC Columbia Floridsdorf in der Überfuhrstraße 2B. Ja, danke. Und was natürlich noch wichtig ist, wir müssen auch liken auf YouTube für Laurent Harrich. Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, das war's mit dem Video und tschüss. Und das Spiel beginnt. Anschluss für First Vienna. Er passt und verliert gleich den Ball. Er steht nur schon 3:0. Da kommt der Schuss. Der Tor, dann noch ein Schuss. Tor. 4:0. 4:0 für Columbia. Und weiter. Er dribbelt ihn aus. Verliert wieder den Ball. Oh, schlechter Pass. Da kommt die Flanke. Der Tor will schießen, aber der Felix steht leider im Weg. Der Felix schießt und trifft. 15:0. Was wäre mit dem Ball? Da kommt der Pass zum Tormann und der Tormann hält. Läuft nach vorne. Der Ball kommt zur Nummer 17. Und Tor. Mit einem schwachen Fuß, seinen rechten trifft er. Er steht 6:0. Abstoß für First Vienna. Da kommt First Vienna und der Ball ist draußen. Da kommt die Flanke zur Nummer 3. Nummer 3 schießt. Zurück zur Nummer 10. Nummer 10 nimmt den Ball an. Dribbelt aus, passt zur Nummer 7. Nummer 7 verliert den Ball. Nummer 27 hat den Ball von 17 von Columbia. Kämpft um den Ball, gewinnt ihn und der Ball geht raus. Kommt der Pass. Die Nummer 10. Nummer 4. Der Felix läuft. Er läuft weiter. Er verliert den Ball, Nummer 55. Kämpft weiter, aber schafft es nicht, und Eckball. Wird die Nummer 17. 55 und 25 ausgewechselt gegen Antonia 40 und 99.
Einwurf für First Vienna. Simon zum Ball. Der Tormann schießt aus. Der Ball kommt unten, die Nummer 3 schießt den Ball raus. Hat einen Wurf. Nummer 10. Bekommt der Ball, verliert ihn wieder. Da hat die Nummer 99 den Ball. Schießt nach vorne. Er läuft, die Nummer 7. Nummer 10 nimmt ab und Tor. Er steht 6:1. Für Kolumbien. Machen den Antonio, geht ganz gechillt zum Ball. Und ich schaffe das aber nicht durch Antonia. Nummer 7. Nummer 10. Kämpft. Nummer 10 macht die Flanke, aber da stand niemand. Nummer geht raus. Und dann macht er den Autoentwurf. Mit der Blume am Haar. Und macht eine weite Flanke. 40, 99, hätte mal schießt, da passt und da steht 7:1. Top und von der Nummer 40. Er schafft es. Nummer Antonia hat den Ball. Und kämpft. 99. Antonia passt nach vorne. Den Ball. Nummer 99 hat den Ball. Antonia! Antonia! Halbzeit. Jetzt kann zum Ball, schnell. Jetzt schießt er. Oh no! Stange! Jetzt rennt er schwer da. Der Ball ist draußen. Es geht weiter, sorry. Wir hatten ein kleines Stückchen, ein kleines Problem. Aber jetzt sind wir wieder zurück, also ist egal. Da kommt die Flanke. Antonia passt. Da kommt der Schuss. Und der Ball geht daneben. Passt. Antonia läuft, passt. Nummer 8 hat den Ball von Fosuena. Verliert den Ball gegen die Nummer 4. Eckball für Kolumbien Floridsdorf. Er passt auch zurück. Oh, die Nummer 38. Antonia kämpft. Nummer 10 und der Ball geht da draus. Spaß. Okay. Ups. Und da kommt es schon. Oh. Verdammt. Na, was ist so? Na, was soll's? Und Tor. Anstoß. Ja. Mein Gott. Schuss, Tor. Steht 8:6. Anstoß, es beginnt. Erlaubt. Antonio hat den Ball.
Und der Ball geht zurück. Abstoß, Pass. Da kommt der Nummer 17, schießt auf Tor. Eckball. Für Columbia, Floridsdorf. Da kommt die Flanke zu Antonia. Antonia verliert den Ball. Sie hat ihn wieder. Nummer 17. Oh mein Gott. 10 zu 6. Und das Spiel ist zu Ende. Columbia gewinnt 10 zu 6. Und die haben gewonnen. Columbia Floridsdorf. Und jetzt machen die die Welle. Dann, die haben sehr gut gespielt. Deswegen haben sie gewonnen. Aber das war's für das Video. Und ja, tschüss. Hallo Leute, jetzt werden wir ein kleines Interview haben mit Christian, der Beleitsleiter von Columbia. Und ja, da kommt er. Grüß Gott. Hallo, servus, Laurent. Alles in Ordnung? Ja. Gut. Und ja, ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, ja, ein Interview machen. Es war es für Sie zufrieden, ein 10 zu 6, dass die Kinder gewonnen haben? Ja, das ist ein schönes Spiel heute gewesen, das U7-Spiel gegen First Vienna. Also man sieht schon die Fortschritte in unserer Arbeit bei den Kleinsten. Wir haben schon Spieler dabei, die erst 5 Jahre sind und ein Vierjähriger, man sieht es dann im Spiel, der kleine Yasser. Also sensationell, was die Kinder schon drauf haben und das alles nur durch die Technikschule, was sie bei uns lernen. Das ist wirklich ein starkes Spiel gewesen. Danke. Und für die Kinder da draußen, die zuschauen, haben Sie vielleicht Motivationen für die, hier zu spielen und so? Ja, ich kann jedem nur raten, wenn man so schaut, was wir für eine Sportanlage hier am Columbiaplatz haben, ist sensationell. Ich sage ganz offen und ehrlich, es ist die schönste Sportanlage von Wien. Weil wer hat schon 4 Rasenplätze und 2 Kunstrasenplätze zum Spielen und zum Trainieren? Also das ist top in ganz Wien. Ja. Danke für das Interview. Und jeder, der gerne Fußball spielen möchte, soll nur kommen. SC Columbia Floridsdorf in der Überfuhrstraße 2B. Ja, danke. Und was natürlich noch wichtig ist, wir müssen auch liken auf YouTube für Laurent Harrich. Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, das war's mit dem Video und tschüss.